Hier wird deutlich, dass trotz aller Abstufungen und Varianten von der sexuellen Belästigung über die sexuelle Folter bis zum Sexualmord der Kern und der Prototyp der sexuellen Gewalt die Penetration, das Eindringen, das gewaltsame Eindringen in den weiblichen Körper ist. Der Körper der Frau steht im Zentrum der destruktiv aufgeladenen heterosexuellen und auf ihr Genital wie auf einen Fetisch zentrierten Fantasien der Männer, ihres praktischen Zugriffs beim Akt der Vergewaltigung und ihrer von unbewussten Hass- und Rachegefühlen begleiteten Befriedigung. Aber was heißt hier Befriedigung? Geht es bei sexueller Gewalt und insbesondere bei Vergewaltigungen um sexuelle Lust oder um männliche Macht? Noch einmal die Frage, die mit sexuellen Mitteln gleichsam zum Ausdruck, gleichzeitig zum Ausdruck gebracht und bestätigt wird. Gerade wegen des sexuellen Eindringens in den auf seine Öffnungen reduzierten Körper der Frau ist für Elfriede Jelinek die Antwort klar. Zitat: Und es gilt nichts mehr, nicht, was immer gesagt wird, sexuelle Gewalt habe mit Sexualität nichts zu tun, sondern nur mit Gewalt. Die dagegen im Mainstream der gesamten Diskussion über sexuelle Gewalt vorherrschende Überzeugung, bei Vergewaltigungen ginge es ausschließlich um virulenten Frauenhass und männliche Macht und nicht um sexuelle Befriedigung des Mannes, verkennt mit diesem falschen, weil exklusiv gedachten Gegensatz die mit den geltenden Männlichkeitskonstruktionen und den in ihnen eingelagerten unbewussten Weiblichkeitseinstellungen verknüpften sexuellen Antriebskräften des männlichen Subjekts. Also noch einmal, geht es um sexuelle oder um sexualisierte Gewalt? Ohne Zweifel gibt es in zwischenstaatlichen Kriegen, Bürgerkriegen, ethnisierten militärischen Konflikten und Fällen von Genozid und so weiter einzelne konkrete Formen sexuell ausgerichteter Übergriffe, die als sexualisierte Gewalt bezeichnet werden können. Dazu gehören vor allem sadistisch motivierte sexuelle Demütigung, die Folterung durch das Einführen von Gegenständen sowie anderen Verstümmelungen des Genitalbereichs, aber auch das Erzwingen von gegenseitigen Manipulationen an den Geschlechtsteilen zwischen männlichen und zwischen männlichen und weiblichen Gefangenen. Die zeitgeschichtlichen Studien über SS-Aufseherinnen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern und das aktuelle Beispiel der 2004 bekannt gewordenen Misshandlungen und Demütigungen irakischer Gefangener durch die US-amerikanische Militärpolizistin Lindy England im Gefängnis Abu Ghraib in der Nähe von Bagdad zeigen, dass auch Frauen grundsätzlich zu dem hier zum Ausdruck kommenden Sadismus in der Lage sind. Isabel wird uns das noch genauer belegen und vorführen demnächst. Da hat sie ja schon öfter. Und sie belegen vor allem, dass eine Fokussierung auf die ausschließliche Viktimisierung, also immer nur Frauen gleich Opfer und sonst nichts, ein in feministischen Analysen häufig verbreiteter Trugschluss ist. Also es gibt diese Art von sexualisierter Gewalt, an der auch Frauen partizipieren können als Täterin. Sobald aber sexuelle Erregung und Lust im Spiel ist, und das ist bei den meisten sexuellen Übergriffen und insbesondere bei den hier zur Diskussion stehenden, ausschließlich von Männern begangenen Vergewaltigungen der Fall, können wir nicht mehr von ausschließlich sexualisierter Gewalt sprechen. Das bezieht sich auch auf jene Vergewaltigungsformen, bei denen Männer zum Opfer gemacht werden. Ich teile nicht die Auffassung, der Vergewaltiger von männlichen Gefangenen erwecke den Anschein von Homosexualität und stelle damit seine für die militarisierte Männlichkeit noch rigider geforderte und unter Beweis zu stellende Heterosexualität in Frage, wie einige es behaupten. Die Vergewaltigung von Männern wird mit einem Trick in den ausschließlich als heterosexuell definierten und tolerierten Normbereich männlicher Sexualäußerungen gezwungen, durch den gerade bestätigt wird, wie stark diese normierte männliche Sexualorganisation von der Fixierung an Frauen als einzig zulässige Sexualobjekte durchzogen ist. Eine Vergewaltigung von Männern ist dann möglich und lässt die Maskulinität der Täter unbeschädigt, wenn die Opfer als feminin wahrgenommen, als weiblich deklariert und häufig sogar mit Frauennamen versehen werden. Dies bestätigt die These, der ich jetzt genauer nachgehen werde. Vergewaltigungen dienen der sexuellen Lust und zielen gleichzeitig gewaltsam auf die Bestätigung und Sicherung der Souveränität des männlichen Subjekts.
Es gibt nur wenige Positionen in der einschlägigen Forschung, die an dieser Lustdimension gewaltsamer Sexualäußerungen im Krieg festhalten und die in der überwiegenden Mehrzahl der Erklärungsansätze vorherrschende Trennung von Gewalt als Effekt patriarchaler Macht und Sexualität als Ausdruck oder Mittel dieser Macht kritisieren. Für die Historikerin Regina Mühlhäuser und Insa Eschebach wird mit dieser Trennung das Spezifische der hier zur Debatte stehenden Gewalttaten verschleiert. Denn es werde dabei verkannt und negiert, Zitat, dass auch gewaltsamer Sex Sexualität ist. Ein Vergewaltiger empfindet Lust, er genießt seine sexuelle Übermacht, er genießt sexuell die Inbesitznahme des physisch und psychisch verfassten Körpers ohne das Einverständnis des oder der anderen. Vor diesem Hintergrund ist es konsequent und einleuchtend, wenn Mühlhäuser und Eschebach terminologisch für diese in der Vergewaltigung prototypisch zum Ausdruck kommenden Gewaltformen in Kriegs- und Krisengebieten grundsätzlich den Sammelbegriff sexuelle Gewalt für angemessen halten. Damit folgen sie im Übrigen auch der angloamerikanischen Sprachweise und des Sprachgebrauchs, absolut üblichen Bezeichnung Sexual Violence, wie etwa in der 2008 vom UN-Sicherheitsrat verabschiedeten Resolution 1820, in der Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt in Kriegszusammenhängen kategorisch verboten und als mögliche Kriegsverbrechen, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder gar als Völkermord geächtet werden. In ähnlicher Weise kritisiert Gabi Zipfel, dass die These von der Sexualisierung männlicher Machtstrategien, Zitat, die Tragweite, das Drama dieser spezifischen Form von Gewaltanwendung verfehlt und fügt hinzu, der Vergewaltiger selbst kommt, sofern er sich seines Körpers, sprich seines Penis bedient, nicht ohne sexuelle Erregung aus. Auch wenn die Gewaltausübung sein Tatmotiv sein mag und nicht der sexuelle Genuss. Also das stellt auch ein bisschen in Frage diese These, dass es Vergewaltigung auch Befehl geben kann. Nicht die männliche Sexualphysiologie muss ja mitmachen. Und da ohne Lust und ohne sexuelle Begierdespannung ist das nicht möglich. Demgegenüber konstruieren die Anhänger, Anhängerinnen der Sexualisierungsthese einen künstlichen Gegensatz zwischen Sexualität auf der einen Seite und Macht auf der anderen Seite, der der eigentümlichen Verschränkung von sexuellen und aggressiven Komponenten in der männlichen Subjektkonstitution sowie die dramatische Zuspitzung ihrer destruktiven Objektgerichtetheit unter Kriegsbedingungen nicht gerecht wird. Die immer wieder beschworene Ausschließlichkeit, mit der Männer bei Vergewaltigung ihre angeblich nicht sexuellen Machtgelüste und ihren Hass auf Frauen nur unter einer sekundären Zuhilfenahme sexueller Mittel befriedigen, wird mit unhinterfragter Gewissheit in die Generalthese gekleidet. Bei Vergewaltigungen handelt es sich grundsätzlich nicht um den aggressiven Ausdruck von Sexualität, sondern eindeutig und ausschließlich um den sexuellen Ausdruck von männlicher, auf die Unterwerfung der Frauen gerichteten Aggression. Mit dieser Sexualisierungsthese wird verkannt, dass Gewalt gegen Frauen weniger als Zeichen von Stärke aus der Machtvollkommenheit des männlichen Souveräns resultiert, sondern als ein Kompensationsmittel für erfahrene Schwäche, Inferiorität und der damit einhergehenden Ängste zu sehen ist, die mit dem Erleben von sexueller Lust fast automatisch mobilisiert werden. Wenn wir von sexueller Lust sprechen, so ist damit gerade nicht die den psychoanalytischen Erklärungsansätzen von sexueller Gewalt immer wieder unterstellte Rechtfertigung männlicher Vergewaltigungsstrategien als Ausdruck eines quantitativen sexuellen Stauungs- und Entladungsmodells zu verstehen, dem die Männer hilflos ausgeliefert und daher nicht wirklich verantwortlich seien. Es geht vielmehr um die Qualität der in der sexuellen Lust verdichteten Objektgerichtetheit der männlichen Libido Dominandi, wie Bourdieu sie genannt hat, darüber habe ich letztes Mal ja auch referiert, die in den vorherrschenden Männlichkeitskonstruktionen mit spezifischen unbewussten Einstellungen zum eigenen und zum weiblichen Geschlecht verbunden ist. Sexuelle Lust hat dabei grundsätzlich eine zweifache Bedeutung. Sie ist der affektive Ausdruck einer auf Frauen ausgerichteten und angeblich, so die sozialisierte, reflexhaft funktionierende männliche Sexualfantasie, von ihnen und ihren Reizen ausgelösten Begierdespannung, und sie ist außerdem Befriedigungslust.
Das heißt, die emotionale Qualität bei der Erreichung des fetischistisch auf das eigene Genital und den auf seine Öffnungen reduzierten Körper der Frau ausgerichteten Endziels. Diese Fixierung an die Genitalfunktionen bedeutet in Gesellschaften mit männlicher Vorherrschaft nicht alleine Fallizität, also die narzisstische Besetzung des männlichen Organs als kulturell hochbewertetes und vom Mann gefordertes Symbol von Stärke, Unabhängigkeit, Macht und Überlegenheit bis hin zu Transzendenz. Der Penis als Organ bleibt zugleich das, was er in der Entwicklung der männlichen Sexualorganisation immer schon gewesen ist, ein zentrales Lustorgan in dem beschriebenen doppelten Sinn, dass die Funktion eines, wie Freud es ja genannt hat, auch selbstentlarvend Exekutivorgans der Sexualität. Also nochmal die Frage, wie am letzten Mal, wer wird da eigentlich exekutiert? Ja, will ich nicht weiter ausführen. Was bedeutet das? Der Mann steht unter dem verinnerlichten, wie ich das letzte Mal referiert habe, verinnerlichten kulturellen Druck, sich nicht nur als ein differentes Geschlecht in wechselseitiger Anerkennung, sondern immer auch als das wichtigere, autonome und überlegene Subjekt, im Grunde wie oben angedeutet, als das einzige und einzigartige Subjekt überhaupt, zu setzen. Diese Setzung nicht nur psychisch, sondern auch in den Körper einzuschreiben und dann, wenn es darauf ankommt, also in Zeiten, in denen das fragile, krisenanfällige Konstrukt Männlichkeit gefährdet scheint, diese Selbstsetzung notfalls tatkräftig unter Beweis zu stellen oder zu reparieren. Diese Souveränität des autonomen männlichen Subjekts ist aber insbesondere auf dem Feld der Sexualität grundsätzlich einer Bedrohung ausgesetzt, die mit der Struktur der objektgerichteten Begierde und Lust fast automatisch gegeben ist. Es besteht unbewusst eine unausweichliche Zwangslage zwischen der geforderten Selbsterhöhung als Repräsentant der narzisstisch am Phallus festgemachten Autonomie und einer elementare Ängste auslösenden Abhängigkeit vom Objekt der sexuellen Lust, die ich an anderer Stelle und eben in der letzten Vorlesung als ein grundlegendes Männlichkeitsdilemma in männlich bestimmten Kulturen bezeichnet habe. Sexualität ist sowohl in der Fantasie als auch in den sexuellen Aktivitäten unabdingbar auf Objekte angewiesen. Diese Abhängigkeit aber muss vom Mann unter dem hegemonialen Autonomiedruck geleugnet werden. Anerkennungstheoretisch, etwa im Sinne von Jessica Benjamins, an Hegels Herr-Knecht-Dialektik geschultem Modell einer Dialektik von Autonomie und Bezogenheit, lässt sich dieser zentrale Konflikt in der Konstitution der Sexualität sowie seine besonderen männlichen Überwindungsversuche als elementare Angewiesenheit, als Zwang zur Öffnung zum anderen hin konstatieren, die den Mann beunruhigt und als erste Gegenstrategie eine, Zitat, ganz spezielle Art von Trennung, Teilung, Spaltung auf den Plan ruft, die auf das Angewiesensein und die Vergänglichkeit hinweisenden Aspekte werden abgetrennt und dem Weiblichen zugewiesen, die das Phantasma der Überwindung und der Unbetroffenheit stützende Aspekt dem Männlichen. So Barbara Remdorf, die, wenn Sie an der Abschlussveranstaltung für mich teilnehmen wollen, auch hören können, weil sie eine der Referentinnen sein wird. Aber diese imaginäre Spaltung reicht für einen endgültigen Schutz der männlichen Unversehrtheit nicht aus. Denn jedes neue Aufkommen sexueller Lust reproduziert diesen dilemmatischen Konflikt zwischen Autonomie, Wunsch und Abhängigkeitsangst. Das diesem Konflikt zugrunde liegende Paradox, das durch den Anteil der Sexualität an der männlichen Subjektkonstitution erzeugt wird, ist in Gesellschaften mit männlicher Vorherrschaft nicht oder kaum auflösbar und führt immer wieder zu Kompensationsversuchen durch Gewalt, Zerstörung und einer damit einhergehenden Dehumanisierung des weiblichen Objekts, dem von diesen Abwehrzwängen unterlegene Männer auch noch die Schuld an der eigenen Notlage angelastet wird. Das heißt, im Selbstverständnis des vermeintlich starken, autonomen und überlegenen Geschlechts ist unbewusst alles, was in der Wahrnehmung Quelle von sexueller Lust und Befriedigung ist, gerade weil es das ist, zugleich die größte Quelle von Unlust, Angst und Abwehr. Eine der Hauptursachen für den in sexueller Gewalt zum Ausdruck kommenden Frauenhass ist demnach der Hass auf das eigene sexuelle Begehren,
für das die Frau projektiv verantwortlich gemacht und deshalb bestraft wird. Erst unter dieser Bedingung ist die These von Penis als Waffe, nicht, das ist eine Metapher, die oft benutzt wird in diesen Kriegsvergewaltigungsdiskussionen im Kontext oder überhaupt im Kontext Diskussionen über sexuelle Gewalt, Penis als Waffe angemessen zu verstehen. Das heißt, der Einsatz des eigenen Genitals im Akt der sexuellen Gewalt entspringt nicht linear ausschließlich der männlichen Macht und Selbstherrlichkeit, sondern ist Ausdruck einer kulturell vorgezeichneten Lösung des Männlichkeitsdilemmas zwischen Autonomie und Abhängigkeit, die das Erleben sexueller Lust nur unter der Bedingung einer Devitalisierung und letztlich einer Zerstörung des Objekts erlaubt. Für Adrian Rich zeigen Vergewaltigungen als fester Bestandteil von Kriegen, Zitat, dass die Fähigkeit zur Entmenschlichung eines anderen, die die männliche Sexualität so sehr durchdringt, hier vom Gebiet der Sexualität auf das des Kriegs übertragen wird. Damit kommen wir zu der bereits angesprochenen Annihilierung nach Jelinek des weiblichen Subjekts im sexuellen Gewalthandeln abschließend zurück. Kriegsbedingungen und ihr Einfluss auf den Affekthaushalt des Soldaten verstärken diese Tendenz zu einer Zerstörung des Objekts als Voraussetzung und als Ziel ihrer sexuellen Ausbeutung. Die Ausrichtung der destruktiven militärischen Gewalt und der damit einhergehenden kriegerischen Aufladung der libidinösen Ökonomie des männlichen Begehrens ist in Kriegs- und Krisenzeiten wechselseitig zwischen dem militärischen Feind und der zum körperlichen Objekt degradierten Frau verschiebbar. Das perverse, von einem Vietnam-Veteran formulierte Handlungsmotto bringt diese doppelte Feindbildung signifikant auf den Punkt. Zitat, ficken wie ein Mordskerl, macho dreckig, als ob man eine Frau bestraft oder den Feind.